und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800. Es ist wieder soweit, also ja okay, gestern kam die letzte Folge raus und ich wollte es ja so machen, dass ich zweimal pro, jetzt muss ich wieder umstellen, dass ich alle zwei Tage ein Let's Play von Anno 1800 hochlade. Und deswegen kommt heute eins raus, damit eben dreimal pro Woche eins rauskommt. Gut, wir haben jetzt, warte, was passiert? Stand to attention for the boss. Ah, ups. Ich habe gerade Rome Total War aufgenommen und da ist eben das Mausrad ist da eben, ja, da kann man mit rumfahren. Hier ist es ein bisschen anders. Warte, jetzt halt. So, da brauchen wir noch eins, glaube ich, soweit ich weiß. Genau. So, sehr schön. Also wir fangen jetzt an mit Stein, mit Lehmabbau. Hier ist Öl, genau. Das brauchen wir für ganz, ganz später. Warte, nee. Genau, damit. Warte mal, was wollte ich jetzt machen? Warte. Genau, hier wollte ich eine Wurstfabrik machen. Warte, die wollen. Genau. Das ist Grundbedürfnis. Brot, Seife und Schule. Sehr schön. Bevor ich hier. Warte mal. Hier kann ich jetzt auch schon ein bisschen weiter planen. Beziehungsweise nicht planen, sondern bauen. Und planen. Genau, hier sieht ihr zum Beispiel, die sind noch von der Feuerwehr abgedeckt, aber der schon nicht mehr, weil eben keine Straße da ist. Genau. So. Ja, ihr bekommt gleich eine Straße, keine Angst. Ah, die Straße war zu weit, aber. Warte. Fische. Genau, ja, das wird alles noch abgedeckt. Das ist wunderbar, wunderbar. So. Was ist das? We lack the requisite materials. So, da können wir. Ja, nee. Da können wir jetzt. Hochpushen, aber das will ich ehrlich gesagt noch nicht. Unsere Bilanz ist auch positiv. Das ist sehr positiv. hier könnten wir. Ah, das ist eigentlich perfekt. Also hier ist halt Steinkohle vorkommen, aber ich glaube nicht, dass wir das benutzen. Wir werden eine andere Eisen vorkommen. Wir werden, glaube ich, eine andere Insel für Steinkohle benutzen, weil hier ist dann wirklich hier ist dann der Hafen für die Besucher und so weiter. Also das wird alles genau. Ups. Game save. So und dann noch ein Lagerhaus. Kopieren. So, jetzt sind da ja schon wieder zu wenig Arbeiter. Also das kommt ja wirklich sehr schnell. Also das, man muss da immer wirklich aufpassen, so die Balance zu finden. Und das finde ich eigentlich richtig cool. Also das ist nochmal ziemlich
Ja, das ist ja nochmal ziemlich heftig. Also bei den anderen war es wirklich so, dass bei den anderen Arnos war es so, dass ja, man einfach die Häuser hoch gebaut hat und die Popularität hoch haben musste. Aber um wirklich die verschiedenen Arbeitsschritte, so wie Bauern auf dem Feld oder Arbeiter in der Kohlemine oder also oder Lehmgrube oder sowas, das war da total egal. Ah, das war falsch. Aber egal. Und was ich krass finde, also was auch sehr, sehr schwer ist, man braucht auch Häuser, Farmer, Bauern, was weiß ich, wenn man neue Gebäude, neue Inseln besiedeln will, was eigentlich auch Sinn macht. Aber trotzdem, das ist dann nochmal ziemlich tricky. I feel it reflects the times. Zeitung, schauen wir mal an. Oh, super. If there is anything I can do, anything really, imagine it. Uncompromising journalism. Genau. Das ist alles super gewesen. Wonderful to share the good news with others. Stimmt, da müssen wir auch mal. Genau, Kultur haben wir noch nichts, Natur haben wir viel, Feierlichkeiten haben wir auch noch nicht. Attraktivität bedeutet ja, dass, also wir müssen die Insel attraktiv machen, damit Besucher kommen. Warte, noch eine? Noch eine? Damit der Besucher dann später kommen und die geben uns dann auch sehr schön Geld. Gut, das da geht hoch, das und das geht hoch. Das ist wunderbar. Jetzt will ich mal kurz auf die Diplomatie schauen. Die mag uns ziemlich. Verträge, Aktionen, Handelsrecht, nicht an. Also, einschmeicheln, Geschenke anbieten und meine Aufgabe erfüllen. But I have no desires. Okay, also die hat noch nichts. Militär hat er mehr. Show me how strong your values are. Beweisen Sie, ob Sie mehr sind als ein Schaumschläger. Okay, get der bietet it. Uns. Make your case. Okay. Der gibt uns, halten Sie 66 von 15 Tonnen einer beliebigen Nahrungsversorgung für 6 Minuten. Okay, ja, das schaffen wir ja easy. So, halbe Stunde brauchen wir, also wir müssen eine halbe Stunde schaffen, das über 15 Tonnen zu bekommen oder zu behalten, so wie ich es verstanden habe. Update, wir machen mal hier das voll, sonst sieht es komisch aus. Hier die Menschen kommen auch neu. Und jetzt fangen wir mal an. Warte, ein Pub? Ne, Wirtshaus haben wir schon, ne? Genau, hier, das ist das Wirtshaus. Dann fangen wir mal mit Brot an, oder? Würde ich sagen. Kirche braucht 25 Steine und die ist, ja, die ist auch ziemlich groß. Die baue ich dann, ja, die baue ich dann anstatt diesen Häusern. Ja, okay. Hier würde ich die hinbauen. So oder so? Ich baue sie so. Zwar kommen von hier unsere Besucher, aber hier ist das Zentrum und die schaut dann ins Zentrum. Das ist schon, das passt schon so. Gut. Ja, komm, das schaffen wir ja easy. So, dann machen wir hier mal den, bauen wir aus. 20 Steine.
Ist halt schon heftig. Okay, also. Getreide eine Minute. 30 Sekunden. Eine Minute. Okay, also. Wir haben so viele Bäckereien, wie wir Getreidefarmen haben. Und wir haben doppelt so viele Mühlen. So. Okay. Wir dürfen hier nicht so weit hin, weil das Öl, die Ölabbaudinger sind schon nicht ohne. So. Das heißt, hier einmal Getreide. Hier einmal und hier einmal. Nochmal? Alter, wie viele die haben. Junge. Es reicht schon. Okay. Endlich. So. Gehst auch hier hin. Und du. Wunderbar. Sieht doch schön aus. So, 30 Sekunden. Das heißt, die können da kann ich viel mehr bauen. Da könnte ich jetzt 6 bauen. 2. 3. Ich baue mal 4. Und dann 3 Brot. 1. 2. Ich habe nicht genug. So. Dann kommen hier dann wahrscheinlich nochmal, entweder nochmal Kartoffeln. Ja, okay, das geht eigentlich. Ich könnte hier auch Schweine hinmachen. Fünf Steine. Kommt gleich. Komm, Blaupause mache ich mal hier und hier update ich die mal. Super. Was wollen die? I'm happy as a sandboy. Will you build us another castle? Okay, immer dasselbe mit dem alten Harold. Wir haben unsere Proteste für den neunzehnten geplant, aber nein, er geht am 19. ganz allein. Sein schlechtes Gehör kostet uns noch unseren Ruf. Bringen Sie ihn bitte zum Schweigen? Bitte was? Wie, ich soll den umbringen? Help us out, will you, boss? Spare a thought for us. Game say. Einsamer Rebell. A promise kept. Okay. Interessant. Gut, also. Ich weiß nicht, was die jetzt mit dem machen. Also Items. Selbstreparatur. Das ist aber schick. Hard work is paid off, as hard work always does.
Das. Gut, warte, der bekommt jetzt das da. Warte, aber als Item. Als Item. Oder auch nicht. Mart. Selbstverständlich. Verwendbar im Hafen. Achso, in der Hafenmeisterei. Hier ausrüstbar Schiffe. Ah, okay. Hafenmeisterei. Okay, alles klar. So. Wir haben zu wenig Arbeiter. So, und jetzt müssen wir auch langsam unsere Bauern wieder nachrüsten. Ach, ist das schön. So, genau, jetzt haben wir Brot. Jetzt bauen wir Brot an. Okay. So, jetzt können wir schon anfangen mit Stahl. Das ist halt heftig. Ja, das ist halt jetzt. Hui. So, super. Stahl. Da oben ist Stahl, ne? Eisenvorkommen. Aber das ist mir. Eisenvorkommen, ne? Da unten. Ja, natürlich. Was willst du denn? Holen sie von Quinns verzierter Klippe ab. In Gedenken an den roten Himmel. New orders? Firewood must gather before the sun dies. Ja klar. Your conduct is exemplary. Okay. Das war easy. Flagship awaiting instructions. Warte. Nee, warte mal. Coordinates plotted. Ja, wie gebe ich den jetzt? Only practice can make art. Attention for the Admiral. Warte. Patrouille. Aber ich will nicht. Ich will doch, warte, liefern sie an Sir... Ach so. Ach, ich bin doch ein Idiot. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, dass ich, das Schiff beliefern soll. Ja. Scusi. Manchmal bin ich doch sehr stupid. So, warte, jetzt... Ah, wir brauchen, glaube ich, noch mehr. Batman. Wir brauchen mehr Wolle. Also die da sind jetzt für die Klamotten. Und jetzt brauchen wir nochmal neue Wolle für unsere Segelschiffe. Weil die Segelschiffe brauchen sehr viel Wolle. Dann würde ich sagen, bauen wir hier nochmal Wolle für Segelschiffe. Kleiner Hafen. Genau. Segelschiffswerft. Depot. Hafenmeisterei. Nutz Items, um die umliegende Hafengebäude zu verbessern. Das ist auch super. Das können wir dann auch später für ja, das müssen wir dann auch nochmal updaten. H15. Okay. Ich will eigentlich zuerst die Kirche bauen, ehrlich gesagt, weil die ist so schön. I'd never have put a halfpenny on it. Zufriedenheit. Genau. Genau, das ist. Genau, ja, das sind nämlich die Luxusdinger.
Und Bedürfnis ist das, was die brauchen, genau. Yay! Wir haben eine Kirche. Super. So, jetzt bauen wir hier oben, warte. Ein neues Lagerhaus. Das verbinden wir schnell schnurstracks mit der Hauptstraße. Und dann geht's hier hoch. Und da mache ich noch keine Abzweigung. Dreimal drei war es, ne? Ich glaube schon. Genau. Nochmal. Oh, das wird so eine schöne. So, und dann, oh, 10 Steine. Und das ist 1 zu 1, ne? 30 und 30, ja. So viele Segel brauche ich gar nicht. Ja, natürlich. Super. Gut, dann wo ist mein Schiff? How about a contract for the Emporium Exotique? Let me know when you've done. Holen Sie von der großen Kippe ab. Von der da, wo ist mein Schiff? Ich glaube hier. Flagship ready for orders. Pull up your braces and thrust into the unknown. Alter, jetzt warte doch mal. Jolly Roger. Liefern Sie an Diplomat Kipper 27 Tonnen Ziegelsteine. Junge, was bekomme ich dafür? Da habe ich gerade nicht aufgepasst. 27 Tonnen ist halt wirklich heftig. Zu viele Transporter, ja. We need something first. Ach so, ja, ja klar. Das ist ja unnatürlich. A good outcome. Warte mal, ich habe, glaube ich, das voll verpeilt. Warte mal. Ja, danke. Competitors are now at war. Alter. Okay. Ich habe das, glaube ich, voll verpeilt. Schau mal, weil das da braucht eine Minute und das da braucht eine halbe. Halbe Minute. Das heißt, ich brauche hier zum Beispiel 4, hier 2, hier 4. I'm an idiot. Entschuldigung, dann kommst du weg und du weg. So. Ah, tut mir leid. Entschuldigung. Da hatte ich einen Knoten im Kopf. Warte, noch ein Stein, bitte. Danke. So, Hi, hi. So, und wo muss ich? Branches of one elm, are we not? Handelsrecht? Ja. With such connections, may I meet expectations? Brother! Ain't that sweet of you? So. Gut, gut, gut. Langsam, langsam fängt es an zu rollen. Wir brauchen jetzt wirklich nochmal einen Hafen. Aber zuerst muss der da ausgebaut werden, weil der gerät langsam in Trouble. We've run out of cabins. Ja, ich weiß. Habe ich mich da auch vertan? 30? Und 30? Nee, okay, das passt. Gut. Bauarbeiter passen auch momentan. Die wollen jetzt Schweine haben, ne? Ja. Die wollen jetzt Schweine.
Attraktivität minus 3. Genau. Okay, eine Minute und eine Minute. Also ist auch 1 zu 1. Okay. Aber da brauchen wir, glaube ich, schon ein bisschen mehr. Weil eine Minute ist ein bisschen lang. So. Gut, gut, gut. Wie viel braucht... 100. 100 Arbeiter. Ein bisschen viel. So. Ja. So, weil davor, also bevor ich das da dann... Ja, nee. Ich baue das da und dann baue ich die da auch. I forget what it's like to have it on my hands. New orders? Genau, und hier ist halt auch noch 27 Tonnen. Was geht denn hier ab? Stau auf der A3. So. Holz habe ich gerade genug. Arbeiter. Genau, Bier. Genau, Getreidefarm. Eine Minute. Halbe Stunde. Halbe Stunde. Hopfen. Hopfen braucht halt ewig. Aber Hopfen habe ich... Nee, oder? Ah, ich habe vergessen... Ups. Auf Hopfen zu gehen. Oh nein. Das ist... Nee, das überzeugt mich nicht. Stimmt, die Insel hat hier keinen Hopfen. Hier ist Hopfen und Malz verloren. Hier ist auch kein Hopfen. Hier ist kein Hopfen. Hier ist kein Hopfen. Hier ist Hopfen. Und Jagdgründe. Ach, das ist so weit weg. Hier ist Hopfen, ja, aber Stein, Kupfer, Stein, Eisen. Alter, das ist voll die heftige Abbauinsel. Aber das kann ich erst machen, wenn ich den Special Hafen habe, dass ich eben nicht auf den Inseln bauen muss. Also die Arbeiter und Farmer und so weiter bauen muss, sondern das kann ich dann erst machen, wenn der Hafen dann die Bauarbeiter immer dahin bringt. Ah, das ist ja dämlich. Da muss ich hier unten besiedeln, um hier Hopfen zu bekommen. Das überzeugt mich nicht. Ja, der muss jetzt auch. Also jetzt muss ich damit anfangen, die auszubauen. Aber das werden wir erst in der nächsten Runde machen. Und genau. Und ich würde sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Anno 1800. Und wir haben noch so schöne Wälder. Und so schöne rote Ausrufezeichen. Ja. Ganz ehrlich, also ich fand das Spiel in der Closed Beta schon richtig cool anzutesten. Und das hat sich noch ein bisschen gesteigert. Also so das mit der Möglichkeit, das hochzuproduzieren, das gab es da glaube ich noch nicht. Oder ich wusste es noch nicht. Und ja, ich bin super gespannt auf die nächsten Stufen und wie wir das dann aufbauen werden. Oh, super. Dann, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.